koordinative Tap-Schritte. Bauen Sie links vom Tor drei Hütchen in einer Reihe in einem Abstand von 5 Metern zueinander auf. Links neben dem Tor wird eine Anspielstation errichtet. Alle Spieler haben einen Ball. Der erste Spieler führt im ersten Abschnitt Tap-Schritte nur mit dem rechten Bein durch. Dabei wird das Bein immer abwechselnd nach oben und zur Seite angehoben. Der Ball wird dabei unter dem Arm eingeklemmt. Erreicht der Spieler das mittlere Hütchen, führt er eine Dropkick-Annahme mit der Sohle durch, dribbelt zum dritten Hütchen und trainiert dort die Sohlenwände. Danach folgt ein Torschuss oder ein Flugball, ehe nach einem zweiten Zuspiel erneut ein Torschuss durchgeführt wird. Variante? In einem nächsten Schritt können Sie nun die gleiche Bewegung nur mit dem linken Bein trainieren lassen. Beherrschen die Spieler auch dies, werden nun beide Bewegungen miteinander kombiniert. Das bedeutet, der Spieler führt die Tap-Schritte nach oben und zur Seite immer abwechselnd mit links und rechts aus. Nach der Dropkick-Annahme und dem Dribbling führt der Spieler folgende technische und zugleich koordinative Aufgabe durch: Sohlenwände abkappen, ziehen, Fußwechsel. Danach folgen wie zuvor zwei Torabschlüsse.